Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute meinen Lesemonat Dezember mitgebracht. Ich habe insgesamt 42 Bücher gelesen, da merkt man, dass ich Urlaub hatte. Und es waren einige 5-Sterne-Bücher dabei, noch mehr 4-Sterne-Bücher, auch einige 3,5-Sterne-Bücher, ganz, ganz viele 3-Sterne-Bücher. Ein paar 2,5-Sterne-Bücher und 2 2-Sterne-Bücher. Es waren Rezensionsexemplare dabei, Kurzromane und auch ein paar SOB-Leichen. Denen möchte ich mich jetzt auch im neuen Jahr vor allem widmen, damit ich sie von ihrem Schicksal erlöse. Und vielleicht ist ja auch ein kleines Highlight dabei. Wer weiß. Im Dezember hat mich vor allem The Stranger Times, das Hörbuch, umgehauen. Und Fang jetzt bloß nicht an zu lieben von Mary McFarlane. Ich hoffe, ich spreche sie auch richtig aus. Das Buch fand ich auch richtig, richtig gut. Enttäuscht hat mich dafür ein bisschen das neue Buch von Katharina Herzog, Das kleine Bücherdorf, Winterglitzern. Und das gemeinsame Werk von Amy M. Sowell und Alexis Snow, Shattered, Mauern der Angst. Das war leider nicht so meins. Ich hoffe, dass mein kleiner Rückblick euch gefällt und ihr dabei auch ganz viel Spaß habt. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, euch alles nochmal schön zu präsentieren. Wenn ihr die Rezensionen dazu lesen möchtet, folgt bitte dem Link unten. Bei den Infos, da habe ich euch den Link hinterlassen zu meinem Leserückblick Dezember auf meinem Blog. Da müsst ihr einfach nur den jeweiligen Link anklicken und ihr landet direkt auf der Rezension. Ich bin gespannt, wie viele Bücher ich im Januar lesen werde. Es werden aber wahrscheinlich nicht so viele, weil ich wieder arbeiten muss. Aber trotzdem, ich freue mich und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war's dann auch schon wieder von mir. Mach's gut und bis bald. Tschüss!